Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autophorie und damit herzlich willkommen aus dem schönen Taunus. Wir sind heute hier, um euch dieses gute Stück hier vorzustellen. Das ist der neue Kia Ceed SV. Wir starten wie immer mit dem Design und zwar an der Front und ihr seht es schon sehr schön an der Motorhaube. Hier herrscht wirklich eine klare Linienführung. Gerade Linien stehen immer im Fokus und dementsprechend haben wir hier ein schlichtes, aber trotzdem doch ein Tacken emotionales Design. Ihr seht hier vorne schon die Tigernase, die wir schon bei Kia kennenlernen durften. Und gerade unten, finde ich, erkennt man auch sehr schön an der Lippe die Verwandtschaft zum Kia Stinger. Also da so ein Tacken Sportlichkeit, der damit reingebracht wurde. Links und rechts thronen dann auch noch zwei Lufteinlässe und alles, was um den Grill herum platziert wird, hat dann entweder noch Chromdetails oder aber Hochglanz schwarz. Dann schauen wir uns nochmal die Lichter an. Die Scheinwerfer sind tatsächlich nicht ganz so gerade wie die Linienführung an der Karosserie, sondern sie haben einen kleinen Schwung mit, sind aber trotzdem sehr schmal gehalten und haben dadurch einen sportlichen Look. Das sind jetzt übrigens die optionalen LED-Scheinwerfer. Wenn wir uns hier den Scheinwerfer ansehen, merken wir, dass hier tatsächlich schon eine gerade Linie herauswächst und die zieht sich dann wirklich komplett über die Seite des Fahrzeugs bis hinten rum ums Heck. Und bevor wir uns jetzt nochmal das Fahrzeug von der Seite im Detail anschauen, schauen wir nochmal ganz kurz auf die Felgen. Da wir hier die Ausstattungsvariante Spirit haben, haben wir dementsprechend auch 17 Zoll Felgen. Ihr wisst sicherlich, je nach Ausstattungsvariante variiert das immer leicht und hier sind eben die 17 Zoll mit dabei. Wenn man dann den Blick so direkt auf das Fahrzeug wirft, dann sieht man hier bei diesem Wetter auch ganz schön das Licht- und Schattenspiel, was der Lack mit sich bringt, zusammen mit der Karosserieform. Die Farbe heißt Blue Flame und ich finde sie sehr, sehr schön, weil sie nicht nur ein klassisches Blau beinhaltet, sondern je nachdem, wie das Licht herauf scheint, auch noch so ein Hellblau mit so einem ganz leichten satinierten Schimmer mit dabei ist. Als weiteres Designelement haben wir dann hier zum einen Chrom, das zieht sich einmal komplett über die Fensterfront seitlich und hier oben haben wir dann nochmal die Dachreling, die ist nochmal separat in einem, ich würde mal sagen, Silberton abgesetzt worden, allerdings nicht einfach Lack, sondern so leicht abmattiert, satiniert, ist ein sehr schönes Zusammenspiel mit dem Glanz von dem Chrom. Und von hinten betrachtet hat der Kia Ceed SV dann drei gerade Linien, die das Fahrzeug noch mal so richtig schön auf den Boden setzen. Zusammen mit dem Spoiler hier oben haben wir noch mal so einen schönen sportlichen Charakter und ich persönlich mag die Heckschütze auch sehr gerne. Da haben wir wieder auch schwarze Details dabei. Das Zusammenspiel zwischen Blau und Schwarz gefällt mir einfach sehr gut. Und bevor wir uns jetzt den Kofferraum anschauen, schauen wir noch mal kurz auf die Rückleuchten. Die Rück-LED-Tagverlichter, die sind nämlich erst ab der Ausstattungsvariante Vision mit dabei. Hinter dem Ganzen verbirgt sich selbstverständlich ein Kofferraum und den könnte ich ja in meinem Fall jetzt auch einfach mit der Hand öffnen. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, ich habe gerade die Einkäufe in der Hand und dementsprechend die Arme voll. Wie kriege ich diesen Kofferraum jetzt auf, ohne alles abstellen zu müssen? Ihr kennt sicherlich den optionalen Fußkick, den sehr, sehr viele Hersteller anbieten. Kia hat sich bewusst dagegen entschieden und stattdessen etwas anderes entwickelt. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Beim Kia Ceed SV ist es nämlich so, sobald ich den Schlüssel in meiner Tasche habe und mich dem Fahrzeug nähere, registriert das Fahrzeug das. Es registriert auch, dass ich hinter dem Kofferraum stehen bleibe, piept und blinkt viermal und öffnet dann ganz automatisch für mich den Kofferraum, ohne dass ich balancieren muss. Jetzt denken sich einige von euch, ach, das ist doch ziemlich unpraktisch in manchen Situationen, wenn ich mich zum Beispiel einfach dem Fahrzeug nähere und gar nicht will, dass die Heckklappe aufgeht. Aber ihr habt ja die Piepstöne Zeit, um wieder wegzugehen und dann bleibt der Kofferraum auch zu. Und wenn wir den Kofferraum dann erfolgreich geöffnet haben oder öffnen haben lassen, verbirgt sich dahinter ein Kofferraumvolumen von 625 Litern. Damit besitzt der Kia Ceed SV tatsächlich das größte Grundvolumen in seiner Klasse und hat es geschafft, nochmal 100 Liter mehr Volumen im Vergleich zu seinem Vorgänger aufzubringen. Und wenn wir dann alles umklappen, dann kommen wir auf 1694 Liter Volumen. Einigen von euch ist vielleicht auch diese Metallstrebe hier in der Mitte aufgefallen. Die ist tatsächlich Teil unseres Verzurrungssystems bzw. unserer Ladungssicherung. Sie lässt sich verstellen, hat aber auch noch Gurte, die man dann an verschiedenen Positionen einhängen kann. Und außerdem lässt sich auch hier oben, falls wir mal etwas Großes einladen möchten, unsere Kofferraumabdeckung unten in unserem zweiten Ladeboden verstauen. Da ist dann aber auch noch Platz für mehr und das Netz, was ihr außerdem hinter den Kopfstützen befestigen könnt. Das könnt ihr auch eine Position weiter, also hinter Fahrer und Beifahrer setzen, wenn ihr das möchtet. Preislich liegt der Kia Ceed
SW bei 16.990 Euro los. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Wir stellen euch hier den 1,6 CRDI mit 136 PS und im Fall des Schaltgetriebes 280 Newtonmeter Drehmoment vor. Es gibt auch noch eine 115 PS Variante, die allerdings auch nur in einer Ausführung, nämlich der Edition 7. Dieser, wie auch alle anderen Motoren, erfüllen logischerweise die Euro 6 DTEMP Abgasnorm und hier im Fall des 1,6 CRDI gibt es einen NOx-Speicher-Cut und einen SCR-Cut und der AdBlue-Tank misst 12 Liter. Also je nachdem, je nach Fahrstufe und Gaspedalstellung hält dieser mehr oder weniger lang. Und jetzt kommt eine kurze preisliche Beratung. Es gibt ja diverse Ausstattungsvarianten beim Kia Ceed SW. Wie gesagt, bei Attract geht's los, 16.990 Euro, allerdings nur mit einem Motor, nämlich dem Standard 1,4 Liter Benziner Sauger mit 100 PS. Edition 7 ist dann schon etwas besser ausgestattet und Vision wäre dann so die Version, die wir euch empfehlen würden, weil da gibt es fast alle Motoren mit, abgesehen vom kleinen Diesel. Und mit Spirit ist man dann etwas besser aufgestellt, wie auch hier in dieser Ausführung, denn da gibt es dann alle Möglichkeiten, was die Pakete angeht. Und Besonderheiten wie etwa die Sitzklimatisierung vorne hat sich Kia dann für die Platinum Edition aufgehoben. Die gibt es dann aber auch wirklich nur in der Platinum Edition. Und jetzt gehen wir einfach mal kurz noch die Motoren durch. Wie gesagt, den 1,4 Liter Benziner gibt es als einzigen mit der Attract, gibt es aber auch als Edition 7 und Vision. Und etwas ausführlicher wird es dann mit dem 1,0 TGDI mit Autopartikelfilter. Den gibt es als Edition 7 Vision und Spirit. Gleiches gilt für den 1,4 TGDI Vision, Spirit und Platinum Edition. Den wiederum nicht als Edition 7, wie ihr schon gehört habt. Den kleinen Diesel mit 115 PS nur als Edition 7. Und der 1,6 CRDI mit 136 PS gibt es dann für Vision, Spirit oder Platinum. Dann gibt es auch nochmal diverse Pakete. Wie gesagt, ein paar Extras hat man sich bei Kia vorbehalten für die Platinum Edition. Wie gesagt, persönliche Empfehlung, Vision oder Spirit. Bei Spirit gibt es dann alle Pakete, bis auf die kleinen feinen Extras der Platinum Edition. Und das ist auch das Fahrzeug, was wir euch hier vorstellen. Spirit mit der ein oder anderen Extra-Box. Viele von euch haben es vielleicht schon gesehen. Kia hat neben dem Ceed SW auch noch einen Pro Ceed im Angebot. Einen Shooting Brake der Kompaktklasse. Und viele fragen sich, ja, wo ist denn jetzt da genau der Unterschied? Zum einen, wenn ihr euch das Heck anschaut, da ist Unterschied Nummer 1. Zum anderen, die Positionierung, und das ist ganz wichtig, ist bei den Fahrzeugen grundverschieden. Wir haben hier ein eher preissensitives Fahrzeug, das sich auch mehr mit den Ausstattungen und Motorisierungen mehr an die gesetzte Kundschaft richtet. Und wir haben dann dementsprechend im Ceed SW auch nicht den großen 1,6 Liter Turbobenziner. Den gibt es dann nur im Pro Ceed, der sich eher an die sportliche Kundschaft richtet, die aber trotzdem auch noch etwas Nutzwert mit dem Kofferraum bekommen möchte. Der wiederum ist dann nur als GT-Line und als GT verfügbar. Und dann schauen wir uns auch nochmal den Innenraum genauer an. Wie ihr wisst, haben wir hier die Ausstattungsvariante Spirit und wir haben zusätzlich auch noch das Lederpaket. Dementsprechend sind unsere Sitze zum einen aus Stoff und zum anderen aus einer Ledernachbildung. Ihr seht es schon, das Stoffmuster ist eigentlich relativ schlicht gehalten, da es nur aus 2 bzw. 3 Farben besteht. Aber dadurch, dass die kleinen Quadrate heller und dunkler so ein bisschen verlaufen, ergibt es schon eine sehr schöne Optik. Wir haben dann zusätzlich noch diese grauen Nähte links und rechts, sowohl die Ziernähte, die auch noch mal hell abgesetzt sind. Die Nähte, die ihr dann sonst im Innenraum sehen könnt, sind dann allerdings dem Leder angepasst. Wir haben zum Teil hier auch am Dashboard Soft Touch, zum Teil aber auch nur wirklich die glatte Oberfläche. Weitere Materialien sind zum einen Hochglanz, das seht ihr sehr schön hier in der Mittelkonsole, aber auch sehr stark an den Türen. Und wir haben, ähnlich wie außen, zum einen das Metall, diese Chromoptik, und zum anderen dieses satinierte Chromoptik. Also wie zum Beispiel die Reling und die Fensterumrahmung im Prinzip das gleiche darstellen, aber nur ein bisschen anders abgerundet wurden, ist es auch im Innenraum der Fall. In unserem Paket enthalten ist außerdem eine 2-Zonen-Klimaautomatik und wir haben hier auch den optionalen 8 Zoll Touch-Display. Serienmäßig kommt der Ceed SW mit einem 5 Zoll Display
ohne das Wörtchen Touch dann davor. Außerdem haben wir optional hier etwas versteckt auch noch die induktive Ladeschale, wo ihr dann hier sehen könnt, wenn euer Smartphone lädt, das 8 Plus zum Beispiel, das iPhone 8 Plus, passt auch sehr gut hinein. Und direkt darunter versteckt sich dann ein 12-Volt-Anschluss, ein USB-Anschluss zum Laden sowie auch ein USB-Anschluss, um das Handy anzuschließen. Dementsprechend haben wir hier selbstverständlich auch Apple CarPlay, Android Auto und Co. Ich weiß, dass euch immer sehr interessiert, wie die Verarbeitung und dementsprechend das Preis-Leistungs-Verhältnis bei einem Fahrzeug ist. Hier beim Seat SW muss ich sagen, ich finde die Verarbeitung gut. Gerade wenn wir uns die Sitze anschauen, sehen wir keine großen Fehler. Klar, wir haben jetzt hier im Innenraum gemäß des Preises viel Kunststoff, aber es ist sehr hochwertiger Kunststoff. Und ich muss sagen, ich war bei deutlich höherpreisigen Herstellern zum Teil wahnsinnig enttäuscht. Hier bekomme ich mehr, als ich erwarte. Vor dem Fahreindruck schauen wir uns noch schnell den Fond des Kia Ceed SW an. Fahrersitz ist auf meine 1,80 Meter eingestellt. Knietechnisch würde ich sagen, ähnlich gut wie auch im Fünftürer. Und jetzt nach oben hin, logischerweise durch die Dachlinie, mehr Platz als im Fünftürer. Also die Hand, ja, da ist noch Platz. Da könnte ich nochmal 2 Finger drauf geben, also theoretisch 7 Finger Platz nach oben. Und ich würde sogar sagen, dass man es hier zu dritt gut aushalten kann, weil wir keinen richtigen Mitteltunnel haben. Wir haben so eine minimale Anhebung, aber das war es auch schon. Zudem in unserer Ausführung gibt es dann auch nochmal durch ein Paket Sitzheizung auf den äußeren Vorsitzen. Und zu Beginn fangen wir mal auf der Autobahn an mit den ein oder anderen Assistenten, die es im Kia Ceed SW gibt. Unter anderem dem Blind Spot Monitor, also Totwinkelassistent. Heißt, man sieht es einmal. Aber wenn man dann, wenn gleich der nächste kommt, auch mal der Blinker gezogen wird, dann gibt es auch nochmal einen Warnton dazu, dass man nicht nur eben die visuelle Anzeige hat, sondern auch nochmal akustisch darauf hingewiesen wird, dass es jetzt nicht unbedingt so intelligent wäre, die Spur zu wechseln. Dadurch, dass wir jetzt hier das Schaltgetriebe haben, ist der Kia Ceed nicht ganz so autonom wie die DCT-Variante. Dafür haben wir trotzdem den, ja, Spurführer, der uns selbst in gelben Spuren relativ gut führt. Allerdings sind die jetzt hier auch wirklich nicht so gut ausgearbeitet. Da muss man nicht unbedingt dem System den Fehler zuschreiben, sondern vielleicht auch hier der Baustelle. Aber er gibt wirklich einen schönen Lenkimpuls trotz gelber Streifen. Ja, und dann klar weiter ist dann hier der Tempomat. Den können wir dann hier so schön regeln. Stell mal 100 ein, 6. Gang. Sollte auch noch mal gut hinkriegen, dann auf 100 zu beschleunigen. Und wie gesagt, immer wieder kommt die Meldung, Lenkrad nicht loslassen. Noch ein kleiner Unterschied, DCT zu Schaltgetriebe. Wir haben mit dem DCT mehr Drehmoment, mit dem Schaltgetriebe allerdings früher unser Plateau erreicht. Bei 1500 Umdrehungen hat er nämlich dann schon seine volle 280 Newtonmeter. Und somit kann man das 6-Gang-Schaltgetriebe auch sehr, sehr, sehr schaltvoll fahren und insbesondere bei niedrigen Touren auch sehr entspannt dabei cruisen. Man muss also nicht unbedingt zum DCT greifen, da es das DCT bei Kia ja auch leider nur mit den höheren Ausstattungen bzw. höheren Motorisierungen gibt. Von der Fahrdynamik her hat man an den Stoßdämpfern hinten, insbesondere für die zusätzliche Last, die der SW über den Fünftürer haben könnte, auch nochmal ein bisschen Hand angelegt und ihm ein anderes Setting verpasst. Zudem, das haben wir gerade auf der Autobahnabfahrt gemerkt, der Kia Ceed SW ist deutlich satter auf der Straße als etwa die Generation davor oder wie man eventuell noch so ganz hinten im Hinterstübchen Kia im Kopf hat. Also die Fahrzeuge sind heute deutlich dynamischer als noch vor 10, 15 Jahren und dementsprechend auch deutlich sicherer auf der Straße zu bewegen. Zum Thema NVH, der Diesel ist eigentlich erst so unter Last richtig zu hören, ansonsten hält er sich sehr zurück. Wir sind sehr vom Motorraum abgekoppelt, haben auch, was jetzt so die Stadtbereiche angeht, primär die Abrollgeräusche der Reifen. Ansonsten ist es hier drin sehr ruhig, auch vibrationsmäßig. Im Lenkrad sind eigentlich im Moment gar keine Einflüsse. Selbst leichte Schlaglöcher werden komplett rausgefiltert und übertragen sich nicht auf die Lenkung. Und insgesamt die Akustik, finde ich, ist sehr angenehm. Wie gesagt, das geht auch wieder auf das gute Preis-Leistungs-Verhältnis zurück. Man bekommt ja eigentlich relativ viel und gutes Auto für relativ wenig Geld. Insgesamt, was Dämpfkraft, was Fahreindruck, was Kultiviertheit des Motors angeht, würde ich sagen, der Diesel passt eigentlich perfekt zum Ceed SW und dabei auch der große Diesel.
Dann ist es natürlich auch eine Frage eher Schaltgetriebe oder eher DCT. Wenn man wirklich viel unterwegs ist, dann wird, glaube ich, der Hang eher zum DCT hingehen. Aber so auf Kurzstrecken, glaube ich, kann man sich mit dem Schaltgetriebe durchaus anfreunden. Auch was die Schaltcharakteristik als solches angeht, gibt es jetzt keine Beschwerden. Das flutscht eigentlich wirklich von Gasse zu Gasse durch. Und man kann auch, wie gesagt, sehr schön niedertourig damit fahren, also lange im fünften oder sechsten Gang verharren. Und was den Testverbrauch angeht, da sagen wir ja ganz bewusst auf diesen kurzen Strecken nichts, da wir nicht unsere eigene Strecke, unsere eigenen Profile haben. Aber kleiner Lichtblick, wir werden in naher Zukunft den Kia Ceed 1,6 CRDI als Fünftürer nochmal als Testwagen bekommen. Und da werden wir dann genauer auf den Testverbrauch eingehen. Und dann kommen wir abschließend noch zum GBL Soundsystem. Das ist optional und empfiehlt sich auf jeden Fall oberhalb des Standard-Soundsystems. Aber man muss sich eventuell je nach Musikgeschmack damit anfreunden, dass die Höhen ein bisschen zu sehr ausgespielt werden. Und je nach Frequenz, je nach Lied, das variiert auch absolut, scheppert es etwas in den Bereich der Höhen. Ansonsten Bässe mitten, das ist alles wunderbar. Und abschließend kann man sagen, ich bin mir relativ sicher, habt ihr es schon rausgehört, der Kia Ceed SW kommt mit einem fast unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis daher und richtet sich mit seiner leicht sportlichen Optik, dem guten Raumangebot und den ökologischen effizienten Motoren auch genau an die Kunden, die das schätzen. Das war's auch schon mit diesem Video und damit mit dem Kia Ceed SW. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gefällt euch dieses Fahrzeug? Schreibt einfach eure ersten Impressionen, eure Eindrücke und eure Meinung zum Kia Ceed SW unten in die Kommentare und wir mischen wie immer mit. Wir hoffen natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann gebt dem Ganzen noch einen Daumen nach oben und lasst doch auch noch direkt ein Abo da. Ihr könnt uns auch sehr gerne auf Instagram folgen, da sind wir täglich aktiv und ihr seht, welche Fahrzeuge wir in Zukunft hochladen werden. Ich hoffe also, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin, ciao!